Boxen sind ja ultra fancy. Eine davon werde ich tatsächlich auch verlosen. Ne, wir fangen jetzt mal mit der Giftbox an. Wie gesagt, eine könnt auch ihr gewinnen. Ich mache insgesamt zwei davon heute auf und ein Display. Das ist das neueste Set tatsächlich. Und da sind tatsächlich auch mal wieder Karten drin, die mich anders halten. Ne? Aber ja, die Box sieht echt cool aus. Deswegen habe ich mich auch für die entschieden, anstatt für die Anniversary Box. Weil es gibt auch noch eine Anniversary Box. Das finde ich halt geil, das Ding kannst du aufstellen. Da gibt es vier verschiedene Digimon, die du haben kannst aus der Giftbox. Ich habe schon gesehen, ich habe tatsächlich zwei verschiedene erwischt. Deutsche Sprache, schwer, schwer. Das zu aufheben ist halt geil. Aufzustellen wird halt geil. An sich ist das fürs Card Game selber, da sind auch die ganzen Schadensmarken und so mit dabei. Aber ich bin ehrlich, wie das Spiel selber funktioniert, stecke ich gar nicht mit drin. Aber das fühle ich halt schon alleine, ne? Sprechen lernen mit Bubble. Es fühlt sich spicy an, aber ich habe Angst, das da jetzt rauszunehmen. Das gucke ich mir mal später in Ruhe an, aber so fühle ich das ja eigentlich schon, ne? Das ist, oh, ich habe Angst, das rauszudrücken. No joke. Also das sind Aufsteller, man muss das irgendwann rausdrücken, aber ich traue mich jetzt gerade nicht, deswegen lasse ich es erstmal. Aber allein dafür lohnt sich schon. Als Sammler auf jeden Fall. Dann ist ja noch, sind ja noch vier, also von vier verschiedenen Karten eine Special-Version jeweils drin. Was die von Wert haben, was, wie es mit denen aussieht. Ich habe actually keinen blassen Dunst. Ob das normale Karten sind, die im Spiel auch drin sind, oder ob das Special-Versionen sind und wie das mit dem Wert dann und so ist. Da bin ich mir gerade gar nicht sicher, aber Mina, ich hoffe, du hast Card Market offen. Ja, sicher. Ja, sicher, das. Okay, dann fange ich jetzt auch einfach mal mit dem quasi Bullshit. So. Ist nicht die Karte, die ich mir gewünscht habe, passt aber zum Set. Beziehungsweise passt zum Aufsteller, der dabei ist. Schon eine Festsage, Eva. Oh je. Brainwall-Karten gehen wesentlich leichter auf. Aber ich bin jetzt auch nervös und habe rutschige Hände. Das ist nicht gut. Okay, das sind jetzt vier lose Displays. Imagine. Das sind jetzt vier lose Booster. Ich schätze mal, da kann jetzt alles passieren. Meine Kindheit, ne? Es ist jetzt schon die erste Karte in der Hand. Und schon blüht meine Kindheit hier auf. Das ist Wahnsinn. Und das ist das erste Mal, dass ich auch mit der Qualität von der Cam hier zufrieden bin, wenn ich ein Opening mache. Ich lasse jetzt auch die Weihnachtsmusik laufen, ist mir egal. Nur weil ich da bin, kriegt der rutschige Hände immer easy. Da werde ich nervös, das weißt du doch. Saber Leomon, ey, wirklich. Strahl jetzt schon bis hinter beide Ohren. Oh, wir haben auch einen Hit. Ich habe mich schon mal gespoilert. Ich habe nicht ganz gesehen, was es war, aber es sah nach einem Hit aus, tatsächlich. Ich kann gar nicht erkennen, was das. Oh, warte mal. Was ist. Kommt noch eine. Oh. Boy, einer meiner absoluten Favorites. Und ich glaube, das ist sogar ein alternatives Artwork. Oder? Das ist ein Secret Rare auf jeden Fall. Zum ersten Booster sehe ich das gerade richtig. Oh, mein Nacken ist die schön. So viel Weihnachtsmusik hier. Oha. Warum? Mina, ihr Einsatz, ne? Alter! Ja? Preis 23 Euro. Hat sich jetzt schon gelohnt, holy fuck. Ich wusste, der Angemon war was wert. Ich glaube, da gibt's noch einen Holy Angemon, der ist noch ein bisschen mehr wert, aber... yes, baby. Feind ist nicht mehr das Reprint, wenn ich das richtig sehe, oder? Warte, ich... Guck mal selber noch kurz. Keine Ahnung, bin mir nicht sicher. Bin gar nicht ganz sicher. Aber das ist auf jeden Fall die Karte, die 20 Euro.
Nein. Das schaue ich jetzt. Wie ich werde hier betrogen. Bin ja jetzt schon völlig fertig mit den Nerven. Oh, Piximon ist auch so eine Legende. Wer den Anime gesehen hat, weiß Bescheid, warum Piximon Legende ist. Geguckt. Wer hat so wenig GTA-AP geguckt? Ich. Denke ich mal, dass sie mich jetzt damit meinen. Dieses Display oder dieses Set ist mal wieder so ein schönes. Allein das hier, ne? Allein diese Digitation als Karte reingebracht zu haben, ist schon wieder big. Ich wundere auf dem zweiten, letzten Slot ist immer so eine Holo-Foil. Das ist wie bei Oha. Dragon Ball quasi auch, aber die sieht insane aus. Okay, das ist eine normale Rare. Aber selbst die haben halt so ein Holo-Glanz, deswegen ist es bei Digimon Card Game immer ganz geil. Aber die haben keinen krassen finanziellen Wert, aber natürlich einen emotionalen Wert. Wie mit dem letzten Dragon Ball, was ich auch gemacht habe. Aber jetzt ist der Druck für dich halt hoch, ne? Ich ruhe mich auf meinem Legends Luck aus. Auch so eine Legende. Ja, Legends zählt ja jetzt nicht. Ja, aber ich gebe zu, so langsam hätte ich schon mal Bock auf so eine zweite SCR in meiner Sammlung. Ich weiß nicht, ob wir es nachvollziehen können, ne? Ich weiß auch gar nicht, ob man es mir wirklich ansieht, aber ich bin gerade so glücklich. Das ist, wie gesagt, also jedes Mal, wenn die Digimon-Karten aufmachen, weil da einfach Kindheit rauskommt. Aber das ist gerade einfach schon wieder insane. Ich finde, man hört es dir auch schon in der Stimme an. Guckt's euch doch an. Guckt's euch doch an! Wie süß ist Koromon eigentlich? Dafür, dass es eigentlich bloß ein Ball mit Ohren ist. Oh, eine Thema-Card. Ich glaube, es ist auch eine Secret Rare, eine Special Rare, Secret Rare, keine Ahnung, also eine SR. Das ist Patamon. Ja. Was ist das? Diese Artworks, also sag doch was du willst. Ja, 5 Euro. Du findest doch gerade alles süß. Ja, weil in diesem Set halt auch einfach meine Kindheitskarten drin sind, ne? Aber das ist wirklich süß. Ja, und 5 Euro finde ich einen guten Wert. Schön. Jetzt schon so glücklich. Du bist da schon raus? Wo bin ich raus? Ist mein Kindheitsalter? Man ist nie zu alt. Nee, easy. Dafür ist man nie zu alt, nochmal Kind zu sein. Mal, guckt's euch an. Okay, der weiß wohin. Selbst Kovagamon finde ich jetzt cool. Also komm. Cuteness Overload. Die Käfer-Digimon sehen eh immer sehr gut aus. Und frohes Fest. Ah, jo, ich wünsche dir und deinen Liebsten frohe Weihnachten. Oh, guck euch die Leomon-Karte an. Holy shit. Wie so ein Badass steht er da. Es ist eine normale Rare, aber es sieht aus, als hätte ich hier gerade irgendwas Geisteskrankes gezogen. Einfach weil die Holo voll so geil ist. Mit Kokomon hinten da. Tja, schau mal. Isa, du hast praktisch die Chance, das zu gewinnen, was jetzt Schwabe von geöffnet hat, dieses Digimon-Set. Das hier. Wir machen nochmal eins davon auf und eins davon könnt ihr gewinnen. Habe ich angeschaut, Ayo war auch sehr schön, ja. Stimmt, ich habe vergessen, darauf zu reagieren, beziehungsweise dir einen Input zu geben. Also, wir starten das Giveaway einfach mal mit dem Ausrufezeichen Schwabe. Könnt ihr dann einfach dem Giveaway stattfinden, ja. Könnt ihr dem Giveaway beiwohnen, mitmachen. Und in der Zwischenzeit werde ich mal die zweite Box aufmachen und dann noch das Display als Highlight hinterher. Wie gesagt, so ein Display könnt ihr gewinnen. 4 Booster. Eine Special-Karte und einen Aufsteller, das sind 4 verschiedene Digimon zu haben. Ich habe jetzt tatsächlich die 2 Ladies erwischt.
Es gibt, glaube ich, noch Verigaru-Roman und... Warte mal, ich glaube, hinten sieht man es doch. Ja, ihr jetzt nicht, weil ich die Kamera so nicht, doch hier. Es gibt noch einen Metall-Greymon, Verigaru-Roman und die zwei Girls. Hier die Aufsteller. Der gleichen Varianten und dann machen wir das Ding jetzt auf. Kurze Frage, ist es immer noch BT14? Das ist immer noch BT14, das wird sich heute auch nicht ändern. Okay, nee, ist gut zu wissen. Kannst du mir vielleicht auch die Übertragung anmachen? Ja, also wenn ich mitmache, gewinnen, kann ich es weiterschenken? Kannst du auch, ihr könnt damit machen, was ihr wollt. Ihr könnt damit machen, was ihr wollt. Hatte ich dir die vorhin gar nicht angemacht? Nee. Warum sagst du nichts? Boah, ich dachte, fürs kleine Ding wird es jetzt nicht allzu dramatisch werden. Kein Wunder, dass es so lange gedauert hat, bis du reagiert hast. Danach habe ich ein bisschen recherchiert und herausgefunden, wie sie auf Yodis Namen gekommen sind. Das war auch Narzissmus im Endstadium. Oh Gott, will ich es wissen? Wie gesagt, Ausrufezeichen Schwabe, könnt ihr beim Gewinnspiel mitmachen, kriegt da auch der Gewinner eine Collection mit Aufsteller vom Digimon Card Game. Den Rest könnt ihr ja hier drin lassen und dazustellen. Das könnt ihr dann aufstellen. Hier Booster sind mit drin. Hier Booster und eine Special Karte. Oder eine Special Promo Karte. Und die Special Karte hier raus ist Verigaru-Roman. Fühl ich. Aber sind wir ehrlich, das werde ich zu jeder Karte sagen, die ich hier rausziehe und Holofoil hat. Ja, 5 Euro. Not bad. Not bad. So. Er hätte nicht zu viel auf einen Beast-Hand starren dürfen. Ist echt so. Okay, das wäre vielleicht ein Ding, wo ich sagen würde, da hype ich nicht so. Mega Flame habe ich jetzt glaube ich auch schon zum 5. Mal gezogen. Aber so ist es halt mit den Kamen-Karten, ne? Die wiederholen sich halt irgendwann echt schnell. What the fuck? Die sehen alle so spicy aus, als wäre das gerade so die 100-Euro-Karte. Aber ich glaube, das ist sogar nur eine Rare. Aber es sieht spicy aus. Und das ist jetzt halt auch mal wieder was für Sammler und deswegen wollte ich das unbedingt öffnen. Ja, mag schon, dass es war das Angelmon seit unter anderem. Die Artworks sind alle so cool, gerade wenn man den Anime kennt und das ist holy shit. Wie gesagt, das sind jetzt noch die 4 Display aus dem Giftbox. Boah, the fuck. Die sieht auch anders spicy aus und das ist auch bloß eine Rare. Und hier noch eine Rare. Nee, Mann. Na los, Caputeri machen. Devimon. Es gibt schon auch hässliche, ne? So ist es nicht. Träumchen. Es ist wirklich ein Träumchen. Hukamon und Gabumon. Gabumon, ja. Gomamon sind auch so. Jetzt ist er auf dem Reverse-Slot, lol. What the hell? Einfach Angemon garantiert. Weiß jetzt gerade nicht, was ich davon halten und sagen soll. Weiß,
Weißt du noch, wie wir vorher gesagt haben, dass Angemon 20 Euro wert ist? Ja. Gleich mal, ob ihr alle drin seid. Ob das auch geklappt hat. Ja, sieht gut aus. Wenn da gerade Leute drin stehen, bei denen ich jetzt... Hä? Warum ist da zum Beispiel Ryuk mit drin? Interessant. Gut, aber hat geklappt, bist du auf jeden Fall drin. Alter. Ah, ich enjoy es gerade so, es ist herrlich. Gomamon, ich liebe Gomamon. Das ist auch eine SR. Ey, die Hits aus diesen What Boxen the hell? Sind aber anders wild. Das ist auch anders wild, wenn ich dir gleich den Preis dazu sage. Ich glaube, der hat 5 Euro gehabt. Der? Ja. Ha! 15. Ich glaube, die Preise sind noch nicht richtig eingependelt, kann das sein, aber stimmt, der ist bei 15. Nee, also ich sehe hier das die Preiskurve vom... Das ist ein Altart! Halt die genau. Fresse! Genau, ist alternatives Artwork. Was pull ich hier raus? Entschuldigung, ich dachte, das wusstest du. Nee, ich hatte es gerade nicht auf dem Schirm. Oh mein Gott! Ey, Gorn ist einer meiner absoluten Favorites. Guck mal, wie süß der ist. Der ist aber auch cute. Ja, easy. Richtig. Holy shit. Ja, liebe Leute. Und dann sage ich erstmal vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich habe mich dazu entschieden, das Video in zwei Parts zu splitten. Das ist nämlich ein Auszug aus dem Weihnachts-Livestream, den wir gemacht haben. Die ersten zwei Sachen, die wir da jetzt geöffnet haben, waren die Gift Collection. Da sind in beiden zusammengerechnet jetzt 8 Booster drin gewesen. Daraus 3 alternative Artworks zu sehen, ist schon krank. Ja, und ich habe mich dazu entschieden, das jetzt mal zu splitten, um euch dann auch zu zeigen. Video 1, Gift Collection, die Pulse und dann noch die Pulse mit dem Display zu vergleichen. Und dann könnt ihr euch eure eigene Meinung bilden, was ist vielleicht cooler, was nicht. Natürlich ist da auch viel RNG dabei. Nichtsdestotrotz, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben, über ein Like und über ein Abo natürlich sehr, sehr freuen. Künftig könnte es sein, dass mehr wieder so ein Content kommt auf unserem Kanal. Wir wollen uns ein bisschen neu ausrichten. Ich will mich ein bisschen neu ausrichten. Ich will mich nicht auf dieses Gacha Legends Ding versteifen. Das wird natürlich weiterhin geben, weil es einfach dazugehört. Aber wir wollen uns auch in eine neue Richtung entwickeln. Ich will ein paar Dinge ausprobieren. Und wenn ihr den Weg mitgehen wollt, so rum, dann würde ich mich sehr darüber freuen. Dazu dann aber im neuen Jahr mehr. Da wird es dann auch nochmal ein... wahrscheinlich einen Namenswechsel geben und auch nochmal vom Design her ein bisschen was ändern. Nichtsdestotrotz, das Kern bleibt dasselbe. Ich und Alex machen zusammen Content oder halt auch jeder für sich. Nur wollen wir uns neu ausprobieren. In diesem Sinne wünsche ich euch frohe Weihnachten, einen guten Rutsch, einen guten Tag, einen schönen Abend, schönes Wochenende, wenn ihr immer das Video seht. Und Ade, es war wunderschön, bis zum nächsten Video. Ciao.